Erklären ist gut, Schläge sind manchmal besser. Manchmal müssen wir mit dem Ding nur drohen. Vater Stanek erklärt den genauen Einsatz. Unsere Töchter wissen, dass es wehtut. Die Kratochwils aus Prag halten es wie die meisten Tschechen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Der Nachwuchs wird geohrfeigt und versohlt, denn das ist ausdrücklich erlaubt. Hat noch keinem geschadet. In Tschechien heißt es, schade um jeden Schlag, der daneben geht. Hund Paddy macht, was Herrchen sagt. Nur der eigene Nachwuchs weigert sich, elterlichen Anordnung Folge zu leisten. Erziehung ist eine aufreibende Angelegenheit. Standpauken kosten Zeit und Energie. Ein Klaps sei da oft viel effektiver. Meist schimpfe ich, aber manchmal kriegen sie auch den Hintern versohlt. Katinka sieht man an, dass wir sie demütigen, wenn wir sie schlagen. Susanne aber ist so wild, bei ihr mussten wir schon ein paar Mal den Rohrstock rausholen. Liebe und Hiebe mit Rakoskul, Rohrstock zu Deutsch. Viele Tschechen sind überzeugt, so eine Bestrafung verändere das Verhalten ihrer Kinder positiv. Ich habe schon häufig mit dem Rohrstock auf den Po bekommen. Das hat wehgetan und ich war auch traurig deswegen. Hausarrest ist mir echt lieber. Mal tut es weh, mal weniger. Und manchmal finde ich es einfach nur unfair, dass sie mich schlagen. Prügeln erlaubt. Anna Page wäre gerne ohne ausgekommen, aber das war, bevor ihr Sohn geboren wurde. Kilian sei ein sehr aufgewecktes Kind. Jetzt ist Anna Überzeugungstäterin. Ohne Watschen geht es nicht. Wir versuchen es immer erst mit Erklärungen und einem Dialog. Nur fruchten diese Auseinandersetzungen nicht immer. Und ab und an hat sich leider gezeigt, dass ein Klaps mehr bewirkt als viele Worte. Erst neulich ist es wieder passiert. Kilian hat eine gefangen. Dabei hatte er nur eine Colaflasche umgeworfen und der Oma auf den Schoß geschüttet. Eigentlich ja nur ein Missgeschick, aber wenn man ihm das vorher 1000 Mal gesagt hat und dann hat er sich noch darüber amüsiert, dass wir alle aufgesprungen sind, da habe ich ihm dann trotzdem eine geknallt. Dafür hätte in Deutschland oder Schweden eine Anzeige gedroht. Eine tschechische Mutter aber muss sich nicht rechtfertigen, wenn sie die Hand gegen ihr Kind erhebt. Als ich Kilian bekam, habe ich Erziehungsratgeber gelesen und ich wollte wirklich auf Schläge verzichten und das Kind nur mit Erklärungen und Gesprächen erziehen. Doch als er größer wurde, merkte ich, dass das zwar alles schön und gut ist, dass aber irgendwann eine Grenze überschritten ist, ab der er mich gar nicht mehr wahrnimmt. Und dann kann ja eben mittlerweile doch schon mal die Hand ausrutschen. Hierher kommen die, die zu viel geschlagen wurden. In die Prager Auffangstation der Kinderschutzorganisation Känguru. Valentinka lebt seit ein paar Monaten hier. Ihre Stiefmutter hatte sich wiederholt ausgetobt an der Vierjährigen, sie mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Schätzungsweise 40.000 Kinder gibt es in Tschechien, die nicht mehr nur erzogen und bestraft, sondern bereits misshandelt werden. Die Übergänge sind oft fließend. Etwa 50 Kinder jährlich sterben an den Folgen. Ein gesetzliches Prügelverbot könnte helfen, die Zahl der misshandelten Kinder zu senken, glauben Valentinkas Betreuer. Häufig werten die Gerichte selbst gravierende Verletzungen bei den Kindern nicht als Misshandlung, weil die Beweislage das nicht zulässt. Sogar wenn die Verletzungen auf Fotos zu sehen sind, wird das dann oft nur als körperliche Bestrafung eingestuft, die erlaubt ist. Gäbe es ein generelles Verbot, Kinder zu schlagen, dann wäre die Lage eindeutiger. Und solche Eltern könnten endlich bestraft werden. Valentinka feiert diese Woche ihren 5. Geburtstag. Fälle wie ihrer werden von Jahr zu Jahr mehr in Tschechien. Als Ministerin für Menschenrechte wagte Jamila Stelikova den Vorstoß, Prügel zu verbieten. Kinder hätten ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. In Tschechien gibt es verhältnismäßig viele Fälle, in denen ein Kind an den Folgen von Misshandlungen stirbt. Die Eltern erklären dann vor Gericht, dass das Kind zu sehr gebrüllt hat oder ähnliches und sie es nur bestrafen wollten, was ihnen dann entglitt. Deshalb sollten wir sagen, jede Form von körperlicher Gewalt an Kindern ist unzulässig, weil Kinder zerbrechlich sind. Stelikovas Gesetzesinitiative scheiterte.
Eltern reagierten empört. Erziehung sei Privatsache. Der Staat habe sich daraus zu halten. Die Tschechen wollten ihre Prügel behalten. 3/4 sind laut Umfragen dafür, vor allem weil sie selbst so erzogen wurden. Wir sind alle so groß geworden und es hat keinem von uns geschadet. Um es mit den Worten meines Vaters zu sagen, ein gezielter Schlag ist oft die bessere Erklärung. Wenn ich einkaufen gehe und der will etwas und dann bekommt er einen Anfall und schreit und dann sage ich 100-mal nein, nein, nein. Und dann, also wenn ich mal einmal also auf den Händen bekomme, dann hilft das. Ein Gesetz? Bloß nicht. Manche Kinder sind so schwer zu bändigen, dass sie nur auf diese Weise begreifen, wie weit sie gehen dürfen. Auch der jüngste Vorstoß, Prügel zu verbieten, wurde von ganz oben abgewatscht. Tschechiens Premierminister höchstpersönlich erklärte die Prügelstrafe für pädagogisch wertvoll. Sein Parteikollege sieht das genauso. Marek Benda hat selbst 4 Kinder und weiß, wie man die erzieht. Meinen Kindern habe ich jeweils ein paar Mal den Hintern versucht. Ab und an ein Klaps auf den Hinterkopf oder Hintern gehört zur Erziehung dazu. Das abzuschaffen ist blanker Unsinn. Kinder muss man nun mal erziehen. Die Vorstellung, die in einem Teil Westeuropas vorherrscht, dass man Kinder einfach gewähren lassen kann, ist ein Irrtum. Im Zweifel sagen das die Leute, die keine Kinder haben. Kiliane! Auch Kilians Mutter findet es völlig weltfremd, Eltern zu bestrafen, denen die Hand ausrutscht. Ich bin gegen ein gesetzliches Verbot der Prügelstrafe. Damit würde der Staat viel zu großen Einfluss auf das Familienleben ausüben. Auch weil ich dagegen bin, Kinder wie kleine Prinzen und Prinzessinnen zu erziehen, für die keine Regeln gelten. So läuft das ja auch im Leben später nicht. Und das wird auch Kilians kleiner Schwester, die demnächst zur Welt kommt, nicht anders ergehen. Sie wird schnell zu spüren bekommen, ihre tschechischen Eltern gehören zu den unbarmherzigsten der Welt.